Hallo Leute, ciao von Andrea Unger. 200% mit einem Trade. Ja, folgendes ist passiert. Ein guter Freund von mir hat mir auf Facebook geschrieben und sagte: Andrea, da ich dich sehr schätze, wollte ich dir mitteilen, wie erfolgreich ich war in meinem letzten Trade. Der ist überhaupt kein Trader, er ist nur ein guter Freund, der hat Interesse an Trading, hat ein kleines Konto bei einem unbekannten Broker, weiß überhaupt nicht, wo die Leute sind, und hat mir einiges gefragt. So. Und dann hat er mir das geschrieben, 200% in einem Trade. Oh, das ist erstaunlich, habe ich ihn gefragt. Gut, kannst du dir ein bisschen erzählen, was war eigentlich dein Plan, wie ist das passiert? Da hat er mir gesagt, ich habe Chart gesehen, habe gedacht, dass Euro-US-Dollar steigen sollte. So habe ich Euro-US-Dollar gekauft und ich hatte erstmal einige Zielpunkte, und nachdem das erste Niveau von meinem Target erreicht wurde, habe ich angefangen mit Trailing Stops zu arbeiten. Ich war sogar noch bis 275%. Und dann zuletzt wurde mein Trade ausgestoppt bei einer Gesamtperformance von 200%. Ah, gut, habe ich gedacht, du hattest eigentlich einen Plan, also die Hose und dann Trading Stops, alles war irgendwie geplant, das ist sehr gut. Aber habe ich ihn gefragt, und was wäre passiert, wenn Euro-US-Dollar nicht nach oben gelaufen wäre, sondern nach unten? Ah, ja, da hatte ich auch einen Plan natürlich. Also, bitte erzähl mir, was war dein Plan? Ja, in dem Fall habe ich ein Stop-Niveau entdeckt, wo ich von dieser Trade 95% von meinem Konto verlieren konnte. 95%? 95, ja. Aha. Okay, er hat einen Plan, aber es ist ja klar, dass wenn man 95% verliert, das ist wie wenn man pleite geht. Ich meine, 95 zu 100 ist kein großer Abstand. Also, okay, ich habe ihm gesagt, okay, gut, dass du da alles geplant hast, aber es ist ja klar, dass dein 100% Erfolg muss man messen im Vergleich mit dem 95% Risiko. Man muss immer rechnen, wie viel Risiko in einem Trade ist und also was man riskiert. Risiko ist, wie viel man riskiert. Und mit 95% Risiko ist erstmal 200% nicht mehr so viel. Ist immer noch gut, aber es ist nicht mehr ein Killer, wie die Amerikaner sagen. Und wenn man 95% in einem Trade riskiert, kann man nicht mehr um Trading reden. Es ist Gambling. Es ist wie im Casino. Im Casino kann ich gehen, kann ich spielen, rot oder schwarz. Das habe ich auch so ein 50-50, ist sogar noch besser. Aber in jedem Fall kann ich das Ganze auf den Tisch legen, und wenn ich verliere, verliere ich das Ganze. Wenn ich gewinne, dann gewinne ich sehr viel. Aber das ist nicht Trading. Das ist Gambling. Gambling wie im Casino, wie gesagt. Ich meine, das war nicht falsch als eine Idee, aber er kann sich nicht als Trader vorstellen, weil er kein Trader ist, wenn er so arbeitet. Im Trading ist es immer wichtig, dass wir noch die Möglichkeit haben, morgen nochmal zu handeln. Als Trader denken wir, das ist unser Job. Also, wir müssen heute, morgen, übermorgen und möglicherweise auch nächstes Jahr noch daran arbeiten. Wenn man nur als Glücksspiel etwas macht, das ist eine Lotterie. Da kann man auch ein Lotterieticket kaufen, das ist egal, das ist gut. Kein Problem davon. Aber es ist ja klar, dass es eine ganz andere Geschichte ist. Ich kann ruhig sagen, dass ein Trade bei mir, ich arbeite mit einem Tagesrisiko von 1,25% von meinem Konto. 1,25.
und er hatte 95. Es gibt einen kleinen Unterschied zwischen den zwei Risikoansätzen. Aber ich denke, ich bin ein Trader. Er war in dem Fall kein Trader. Also, es ist in Ordnung, wenn Sie Lotterie spielen, wenn Sie im Casino spielen, wenn Sie ein Glücksspiel untersuchen und versuchen bei Ihrem Broker. Kein Problem, aber das ist nicht mehr Trading. Bei Trading muss man mit geringeres Risiko arbeiten, sonst hat man irgendwann größere Probleme. Und natürlich, 95% Verlust wäre ein riesengroßes Problem, weil nachdem kann man vermutlich nicht mehr arbeiten. Noch ein anderes Gedenknis ist, dass man kann wohl 95% riskieren, aber das macht man mit Kleingeld. Ich meine, wenn ich jetzt 50 Euro auf dem Konto habe und ich will mit diesem 50 Euro probieren, mit 95% Risiko, okay, wenn ich das verliere, dann kann ich doch überleben. Wenn ich 50.000 Euro auf dem Konto habe und ich nicht ein Bill Gates bin, dann wäre ich natürlich ein bisschen vorsichtiger und könnte sicher nicht diese 50.000 Euro oder 95% von diesen 50.000 Euro riskieren, weil da wäre ich ein bisschen verrückt. Risiko muss gering sein. Risiko muss sehr klein sein. Sowieso am Anfang, auch nachher, aber dann lernt man das in jedem Fall nach ein bisschen Erfahrung. Ich persönlich arbeite mit 1,25% Risiko pro Tag, nicht pro Trade, pro Tag, aber das ist eine ganz andere Geschichte, aber es ist ähnlich. Und 2% ist schon hoch, aber wenn man weniger Strategie hat, das kann noch sein. Schon 5% ist meiner Meinung nach verrückt. Nur einige Niveaus zu wissen, wie meine Meinung ist. Das war, Leute, hat es Ihnen interessiert, war es gut, schlecht, weiß ich nicht. Abonnieren Sie meinen Kanal und schreiben Sie Ihre Kommentare darunter. Ich werde sehr froh sein, Ihnen zu beantworten. Ciao von Andrea Unger, ciao aus Italien.